Der heutige Aschermittwoch setzt eine eindeutige Zäsur. Er markiert das Ende der närrischen Zeit und mit ihm beginnt was Neues, die Fastenzeit oder die österliche Bußzeit. Man könnte deshalb sagen, ohne Fastnet keine Fastenzeit oder andersherum, ohne die Fastenzeit gäbe es auch keine Fastnet. Brauchtum, eben auch närrisches Brauchtum, ist ohne diesen religiösen Inhalt nicht zu verstehen. Die enge Verbindung von Fasnet und Aschermittwoch möchte ich mit einem Bild aufzeigen. Im närrischen Familiengottesdienst am Fasnetsonntag in Heisterkirch ging es um Narren, Clowns und Harlekine, wie sie der Künstlerpfarrer Sieger Köder oft gemalt hat. Er hat auch ein Bild mit dem Titel Aschermittwoch gemalt. Links hängt ein buntes Narrenhäs. Es schwebt frei an einem Nagel, seine Ärmel lösen sich fast auf. Am Boden davor liegt ein Hut mit einer Rose, beides eher im Dunkeln. Doch im Hintergrund gibt es eine offene Tür im Licht. Durch sie hindurch scheinen Sterne am Himmel. Was will der Künstler mit dem Bild sagen? Ich deute es so. Es kommt der Tag, an dem ich meine äußere Hülle zurücklassen muss. Ich muss den schützenden Hut ablegen und darauf blicken, was einmal mein Leben war. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass es da eine offene Tür gibt, einen Weg ins Licht und dass dabei ein Stern vorangeht und den Weg mir weist. Wie mit den Magiern an Weihnachten. Aber dieser Stern führt uns nicht zur Krippe nach Bethlehem, sondern zur Auferstehung, zum Ostermorgen nach Jerusalem. Das ist das Ziel. Dorthin will uns der Weg durch die Fastenzeit führen. Und wir haben 40 Tage Gelegenheit, innezuhalten, nachzudenken über die eigene Sterblichkeit, über die Begrenztheiten unseres Lebens, über die Hoffnung, die uns erfüllt. Wir können diese 40 Tage auch nutzen, um zu überlegen, was wirklich wichtig, was wirklich wesentlich ist. Hinschauen, wo wir vielleicht einen eingefahrenen Kurs korrigieren möchten und unseren Tagen wieder mehr Leben geben. Was wünsche ich euch in den kommenden Tagen, in den kommenden 40 Tagen? Und wer sich dafür noch mit einem Aschenkreuz segnen lassen will, kann das gerne in einem Gottesdienst tun. Heute Abend um 18 Uhr in der Frauenbergkapelle oder die gleiche Zeit, 18 Uhr in der Wallfahrts- und Pfarrkirche St. Peter und Paul in Reute. Herzliche Einladung.